Nirgendwo auf der Messe, liebe Zuschauer, riecht es so gut wie hier an dem Stand. Und ich habe gerade erfahren, dass der smarte Koch, der hier gerade Suppe ausschenkt, mit einer Zuschauerin zugange ist, mit einer Messebesucherin, die das Glück hatte, hier zu kochen und mitzuprobieren. Ich dränge mich mal dazwischen. Hallihallo, ihr zwei. Hi, ich bin der Thomas. Du heißt? Tina Grube. Tina Grube. Und du? Guck dir mal in die Kamera. Alexander Sonntag. Alexander Sonntag. Komm mal mit dem Kabel hier rüber. Alexander, ich koche ja selber unheimlich gerne und an einem offenen Kochtopf vorbeigehen geht nicht, geht vielen Zuschauern bestimmt auch so. Sag mir doch ganz kurz, was hast du denn hier zusammengerührt zusammen mit dem Alexander? Also eine Suppe, den genauen Namen kann ich jetzt nicht nennen, also irgendwas Italienisches. Und halt mit Tomaten, dann Sellerie, Zwiebeln und ja. Und jetzt der Live-Geschmackstest, bitteschön. Du probierst jetzt mal und sagst uns, wie das geworden ist. Lecker. Hast du gut gemacht. In welcher Funktion bist du hier? Wen repräsentiert ihr? Und warum sagt ihr, liebe Messebesucher, die das jetzt im Messefernsehen sehen, kommt her, informiert euch bei uns. Also ich bin für das Berufsschulzentrum Ernst Lösnitzer hier, vom Bahnhof Mitte da. Und ja, jeder Jugendliche eigentlich, der Arbeit sucht, sollte mal hierher schauen, weil hier gibt es für jeden Mann irgendwelche Möglichkeiten, sich zu informieren und auch weiterzubilden im Bereich seines Berufes. Und ja, man könnte auch gerne bei uns vorbeikommen, bei uns gibt es immer was Leckeres zu essen. Morgen gibt es hier asiatisch, heute gibt es Suppe, gestern gab es Krebs. Ich verspreche dir, wir sind morgen wieder da, denn asiatisch, lecker. Jetzt machen wir mal einen Test. Ich hole jetzt mal zwei Sachen und zwar, Entschuldigung, stelle ich dir das mal hier hin. Und zwar sind das Schinkenwürfel, dann hole ich mir einen Apfel und dann stelle ich dir noch hin ein bisschen gehackte Petersilie. Was kannst du mir daraus kochen? Aus denen, das passt eigentlich nicht so gut zusammen. Speckapfel mit Petersilie? Das schmeckt nicht, nein. Das kommt auf den Versuch drauf an, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß hier miteinander. Dir herzlichen Glückwunsch, dass du das Vergnügen hast, mit dem Sebastian hier rumzukochen. Mit dem Alexander. Das sieht wirklich sehr gut aus und ich bin mir sicher, das wird heute noch alle. Vielen, vielen Dank und maximale Erfolge noch. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke, Alex.